Hi, willkommen zu einer neuen Folge Mutant. So, wir sind schon wieder hier. Ihr könnt euch noch erinnern, letzte Folge lief das hier alles nicht so gut. Diesmal machen wir alles besser. Oh, was haben wir denn hier? Cool, ein Grogmelker. Grog ist also Bier im Grunde. Cool. Ein raffiniertes System für die Rationierung von Grog. Wenige Handgriffe reichen aus, um den durstigen Empfänger mit Grog zu versorgen. Prip would be jealous of this operation. What is this? It smells like old Grog. Is it for making Grog? You fire-loving pyros, listen to me. Don't light those Molotovs near the Grog. We'll all go kaboom. Yeah, cool. Taste the fumes, cool. Gonna light the flame to make the phoenix burn. Yeah! I'm telling you, keep the fires in your pants or I'll smash your brains in. I tell them I don't work with pyro ghouls and they give me pyro ghouls. Jacked up hotheads. So. Jetzt haben wir, glaube ich, auf jeden Fall schon mal eine bessere Ausgangsposition als beim letzten Mal. Die haben keinen Höhenvorteil mehr. Wir schon. Unter Umständen teilweise. Ja, wenn du noch hier in Deckung gehen würdest. Oh, jetzt steht der Pyro genau hinter mir. Ich glaub's ja nicht. Ach so, ein Scheiß. Der ist an mir vorbeigegangen. Bromin wurde entdeckt. Na toll. Naja, hilft nichts. Los geht's. Ich hätte ihn heilen sollen. Schade, den treffe ich nicht, den ich treffen wollte. Daneben. Habe ich befürchtet. Und so weit kann sie Granaten, befürchte ich, dann doch wieder nicht werfen, oder? Nicht ganz. Dann muss sie sich vielleicht doch ein bisschen bewegen. Ah, shit. Aber wohin denn? Wisst ihr was? Dahin. Und Schluss. Hilft jetzt nichts. Die Granate muss da hinten landen. Sie ist noch im Schleichmodus immerhin. Vielleicht wird sie gar nicht erst gesehen. Ich meine, die Granate kann von überall herkommen. Jetzt will ich schon wieder Bromin in der ersten Runde wegkillen. Dann werde ich aber. Oh oh, oh Gott. Ah, shit. Dann zünde ich mal die drei Pyros an. Es sind ja nur zwei Pyros. So, Bromin, das ist jetzt ein bisschen doof, weil wir wieder keins für dich zu essen in der Nähe haben. Und auch sonst ist es blöd. Ich kann dich zwar jetzt heilen, aber wohin führt das? Aber ich muss ihn jetzt eh heilen. Es hilft quasi überhaupt nichts. Das ist, sonst stirbt er sofort. So kann ich wenigstens sein Feuer löschen und ihn vielleicht noch eine Runde am Leben halten, wenn wir Glück haben. Ich meine, die drei sind zwar auch lästig, aber vielleicht ist es eine gute Idee zu versuchen. Ja, Bromin ein bisschen den Rücken frei zu halten. Ja! We did it! Unit inbound. Personal injury detected. Care provider on approach vector. Sehr gut. I'm hit! Get the fox girl! As good as damn dead. It! Got my foot! Oh, bloody! Gesundheit, so. Kann der hier auf irgendwen treffen? Aus irgendeinem seltsamen Grund kann der hier tatsächlich niemanden anschießen. Dabei, meiner Meinung nach,
könnte er mindestens auf den da schießen. Und vielleicht auch auf den da. Und der da hinten ist auch ein Kandidat, finde ich. Löschen wir mal Farrah. Diese Pyros sind so nervige Gegner. Ich hasse sie. Der war gut. Hat zwar nicht gereicht, aber war gut. Bromin, du musst jetzt jemanden killen. Du musst dir dein eigenes Futter besorgen, Mensch. Was ist denn los? Eigentlich. Brauchst dringend Mampf. Das sieht doch ganz gut aus. Da ist er erstmal ein bisschen aus der gröbsten Geschichte raus und kann den höchstwahrscheinlich, ja, hundertprozentig sogar wegkillen. Das heißt, beim nächsten Mal hat er eine Mahlzeit. Ach, aber eine Mahlzeit im Feuer. Das ist wieder problematisch. Mal schauen. Don't step into the light. I'm on my way. I'm wounded. I think I'm hurt pretty bad. Aber du bist kein Arzt. Du kannst es überhaupt nicht beurteilen. Ich glaube, dir geht's super. So, Dax kann hier drin echt auf niemanden schießen. Das gibt es doch nicht. Und wenn wir ihn hier hinbewegen, dann fliegt er zwar auf, aber wenigstens kann er mitkämpfen. Ah, come on. Nein. Uncool. Uncool. Das hätte meiner Meinung nach treffen sollen. Wenn ich jetzt hier reinlaufe, heilt dann der Rauch das Feuer wieder? Ja, sieht so aus. Ich habe leider nur noch eine EMP-Granate, verdammt. Oh, shit. Ist jetzt doof. Alpha Watch. Ah, der hätte beinahe Dax flankiert. Ja, genau. Na, der weckt den jetzt leider wieder. Diese Pyros sind ein lästiger Haufen. Zum Glück brennt der Rauch nicht. Moment, was jetzt? Wurde der jetzt getroffen? Nee, oder? Nee, nee, nee. Okay. Dann ist schon gut. One of ours is down. Nice. So, Bromin hält hier hinten ganz cool die Stellung. Das ist gut. Bei Dax wird's heiß. nur 25% verdammt. Verzeihung. Okay. Nein, nein, nein. Warum ist denn der anvisiert? Den da. Los geht's. You don't know who you're messing with. Cool. Sehr gut. The pig is dangerous. Take him. No sweat. Overwatch. Okay, Konzentration. Say my name, Jizzwipe. It's Farrow. We lost one. Thank you.
Okay, cool. Bromin kann jetzt mal gemütlich speisen. Ah, braucht aber beide Runden dafür. Da oben wartet einer auf ihn. Vielleicht noch nicht. Dann gehen wir erstmal hier hin. Ah, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Jetzt war der im Overwatch und hat ihn auch noch gesehen hier unten. Damit habe ich nicht gerechnet. Dann darfst du jetzt trotzdem gemütlich speisen. Weil lieber hältst du dich jetzt und wirst nächste Runde einmal angeschossen, als dass du Gefahr läufst, nächste Runde wirklich einfach aus der Deckung geschossen zu werden. So, Dax, was machen wir mit dir? That hurt? Schade. Nicht ganz. Ah, er brennt aber. Na gut, dann ist Dax jetzt leider besiegt. Mist. Dax hat's erwischt. Roboter sind ja immun gegen Feuer, ne? Wenn der Heiler mal weg wäre, wäre es schon auch echt gut. Leider ist jetzt Farrah, die Roboterkillerin, auf der falschen Seite der Karte. Und überlegt, was sie jetzt als nächstes tut. Give up now and I'll go easy on ya. We are unstoppable! Kill the doggy! Ah, natürlich ruft jetzt nochmal ein. Happy. You will be happy. Ah, gummy good! Damn it! Ein Jäger bestellt. Ah, come on, das ist echt scheiße. Okay, das ist ziemlich gut. Das ist gut. Nein, das ist nicht gut. Oh, Gott sei Dank. Ich habe nicht aufgepasst. So, erstmal gemütlich einen wegmampfen. Und dann leider die Waffe nachladen, weil sonst kann sie nichts mehr machen. Keine Feuerlinie? Ach komm. So ein Quatsch. Ich sehe doch die Feuerlinie. Keine Feuerlinie, wenn ich hier stehe. Jetzt stimmt aber irgendwas nicht. Okay, das stimmt irgendwas echt nicht. Ich habe angeblich, egal wo ich bin, keine Feuerlinie zu dem Roboter. Wobei ich eigentlich eine ziemlich krasse Feuerlinie habe. Oder? Würde ich schon sagen. Aber bei dem da drüben habe ich 50%. Aha. Na dann. Ah, das läuft echt auch wieder nicht so gut, leider. Es ist besser, aber immer noch echt scheiße. Vor allem bin ich jetzt echt hier blöd flankiert. Häuptling shit. Es sind doch so viele. Ah, shit. Hey, ich befürchte, wir müssen das nochmal machen. Das ist echt krass. Ich kann die leider auch nicht schnell genug töten. Ich muss immer 3 killen, damit die Essen-Fähigkeit wieder aufgeladen ist. Overwatch. Care unit, you will be fixed. So, jetzt pass auf, jetzt müssen wir den ganz schnell essen. Patience for treating, not eating. Du bist nicht meine Mama, Heilroboter. Du hast mir gar nichts zu sagen.
Ich schätze, er ist immer noch auf Overwatch. Ja, ich kann sie im Grunde nicht wegbewegen. Und ich habe nur eine 25-prozentige Trefferchance. Und mit dem Ding, wie viel hätte ich da? 50. Na, immerhin. Na schauen, ein kritischer Treffer auch noch. Immerhin. Oh oh, flankieren. Der macht Schaden. Sie hat zum Glück eine echt gute Rüstung, aber verdammt, der macht Schaden und brennt oder auch nicht. Injury detected. Personal injury detected. Care provider on approach vector. Naja, das ist zum Glück auch schon wurscht. Kill the Fox Lady! Get ya! Get damn it! That hurts! Oh, bloody! Der Robo-Kerl müsste so dringend mal sterben, aber ich erwisch ihn einfach nicht. 25%. Mit der Waffe auch nur 25. Ich befürchte, ich werde es versuchen, weil das wäre echt blöd, wenn der noch mehr erweckt. Ich habe auch keine Schadensgranate. Ah, nein! Come on! Verdammt! Es wäre echt wichtig, dass jetzt irgendwas hinhaut mal. Ah, shit! Pharaoh, sorry. Ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter. Land bitte noch einen kritischen Treffer zum Schluss. Und dann hilft's auch nicht mehr. Naja, auch nicht schlecht. Immerhin. Stalker down. Es ist so nervig mit diesem Heilbot. Der macht mich fix und fertig. Der macht mich nervlich fix und fertig vor allem. Der wird jetzt alle wieder erwecken und ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll, ehrlich gesagt. Weil der sonst wo ist. Hey, wow, das hätte ich gar nicht gedacht. Aber ich weiß jetzt echt nicht, was ich überhaupt tun soll. Das ist voll scheiße. Voll blöd. Voll die blöde Situation. Der Heilbot wird jetzt alle wieder erwecken da oben. Oh mein Gott, ey. Eine ganze Armee, die der da oben wieder erweckt. Ich komme nicht hinterher. Und die zermürben Brummen halt trotzdem, wenn er noch so viel aushält. Ah, shit. I got it. That fucking stinks. Injury analysis in progress. So, ich spul mal vor die Runde. Confirmative. He's lying down again. Cauterizing stumps for a happy life. God of the spirit! No sweat on it! Kill the stalkers! Bastard, got me! Ah, ich kann immer noch nicht essen. Ich kann immer noch keinen von denen essen. Komm schon. Wichtig, wichtig, wichtig. Danke, danke, danke. Es könnten nämlich schon zwei Gegner weniger auf dem Feld sein, ohne den. Dann wird es gleich ganz anders aussehen, aber so sieht es gar nicht gut aus. Jetzt muss ich leider fast wieder alle meine beiden Runden ausgeben, damit ich den Häuptling esse, weil sonst stirbt Romin sofort. Ohne seine Mampf-Fähigkeit, ey. Get the fat one! Get ya! Death Watch! Stung me with that one! Gut, das war alles vorhersehbar natürlich, aber ist gar nicht so schlimm eigentlich gelaufen.
Und jetzt könnten wir aber ein bisschen in die Defensive gehen. Wir haben gegessen, wir sind gut genährt. Wir haben den Heiler geschafft. Ah, shit. Gut. Oh Gott. Bromin schafft das. Bromin ist krass. Oh Gott, Bromin wird so fertig gemacht. Nein! Warum zielen denn die so unglaublich gut, die Schweine? Unglaublich. Ich werde wahnsinnig. So, Feuer löschen und heilen. Ach, diese Romanten. Es ist so nervig hier. Was ist denn das für eine frustrierende, nervige Kackmap? So viel Pyro-Arschis. Da wird man echt wahnsinnig. Und warum haben die alle so eine irre Reichweite? Guckt euch das mal an. Ich wäre froh, wenn meine so schießen könnten. Gut, fairerweise alle bis auf ihn können so schießen. Alle bis auf Bromin. Also zumindest Dax. Aber die sind halt schon krass. Bastard, got me. Shit, ey, ich bin echt ein bisschen jetzt überfragt, was wir jetzt am besten machen sollen. Overwatch. Alle overwatchen. Ich habe keine Medikits mehr. Nur noch 2 HP, kein Gegner zum Essen, also ich meine nicht die Fähigkeit. Ich müsste erst jemanden killen, damit ich jemanden essen kann. Aber wie soll ich denn jemanden killen? Vor allem gehen die alle dauernd in Overwatch, sobald ich mich bewege, bin ich tot. Ah, shit. Es ist die Hölle hier. Ich bin jetzt am Arsch. Ach, shit, das war die letzte Chance, die wir gehabt haben jetzt. Jetzt kommt ein Molotov-Cocktail und wir sind tot. Ah, oder so. Wow. Shit, come on. Mein Gott, ist das nervig mit diesen ganzen Pyro-Kerlen. Oh, die zwingen mich echt dazu, dass ich meine Ausrüstung verändere. Ich hasse sowas. Dauernd dieses Ausrüstung verändern. Aber ich befürchte, wir müssen uns gegen Feuer wappnen. Und außerdem brauche ich, glaube ich, leider Psycho-Kern. Es hilft nichts. Ich würde Farrah so gern im Team lassen. Ich würde sie so gern im Team lassen, was einfach echt ein Charakter ist, den ich sehr gerne mag. Aber wenn ich gegen so menschliche Gruppen kämpfe, brauche ich einfach Magnus. Da kann ich einfach, das hilft einfach nichts. Da kann man nichts machen. Nix gegen Magnus, der ist ja auch cool und so, aber naja. Er ist halt ein Mensch. Also er ist ein menschlicher Mutant. Die sind halt lame. So Leute, für heute machen wir jetzt Schluss. Und dann machen wir morgen zum dritten Mal sage und schreibe diesen Kampf. Das gab's auch noch nicht. Also die Map vielleicht, aber nicht den gleichen Kampf. Aber ich glaube, jetzt mit Magnus dürfte es nicht mehr so problematisch sein. Macht's gut, bis morgen. Ciao.